Ah, ja. Hallo. Das ist mein Kollege Dieter. Auf geht's, Buhr. Das ist das Rad von Dieter. Soll ich das Fahrrad ziehen? Das ist mein Kollege Tobi. Hallo. Das ist Tobis Fahrrad. Und hier ist dieses altbewährte Open von mir. Und das ist die Idee unserer kleinen Mittagsrunde. Wir fahren mal eben mit meinen Kollegen eine kleine Runde um den Maschsee. Tut uns auch ganz gut, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und ja, Tobi hat ein Militärfahrrad von der Schweizer Armee dabei. Und das ist der Grund eigentlich dieses Filmes. Ja, wir melden uns gleich wieder vom Maschsee. Even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. No, no, no. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Wir sind entflohen zum Maschsee, ein beliebter Punkt, wo man hier mal so 6 Kilometer wandern kann oder eine Radrunde machen kann. Und eigentlich ist jetzt der Tobi, mein Kollege, der Hauptdarsteller. Hi, ich bin Tobias von Enjoy Your Kamera bzw. Enjoy Your Bike. Ich mache bei uns Vertrieb und Personal. Und ja, Dan ist jetzt seit 2 Jahren mit dabei und ich höre eigentlich seit 2 Jahren immer nur Gravel, Gravel und Open, Open Bikes. Und ja, ich habe jetzt dieses Mal mein Gravel Bike mitgebracht. Das ist das Opa aller Gravel Bikes, der Vorläufer sozusagen, ein Schweizer Militärfahrrad. Ein Schweizer Militär-Velo, genauer genannt ein Ordonnanzrad. Das stelle ich euch jetzt mal vor, was das kann, warum das besser ist als Dan's Open. Hallo! Und wir machen nachher auch einmal einen Tausch, einen Fahrertausch. Ich sehe einen Stahlboliden, aus welchem Baujahr? Ja, das Schweizer Militärfahrrad stammt in der Tat von 1945. Das kann man hier sehen. Also Baujahr ist immer eingeprägt, das ist gar nicht die Rahmennummer. Das Fahrrad befindet sich im absoluten Originalzustand, auch in der Originallackierung noch. Das ist mein tägliches Fahrrad, was ich heute auch noch jeden Tag nutze. Ich habe 3 Dinge nachgerüstet, die so eigentlich nicht im Original sind, die aber mir im Alltag das alles ein bisschen leichter auch machen. Dazu gehört Nummer 1, das ist der Kettenschutz. Der zweite Artikel ist der Handgriff im Rahmen unten drin. Damit kann man das Fahrrad mal leichter über Treppen hochtransportieren. Das habe ich nachgerüstet. Das ist auch aus einem Vintage-Laden, gehört aber nicht zu den Militärvelos mit dazu. Und den dritten Artikel, den ich nachgerüstet habe, ist, weil ich dann doch etwas bequemer bin, das Original hat keinen Fahrradständer. Den habe ich hier nachgerüstet. Das macht es im Alltagsleben ein bisschen leichter. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist das Bremsensystem hier vorne. Ich glaube, man nennt es Stempelbremse. Tobi, welche Bremsen haben wir neben der Stempelbremse hier? Also es gibt 3 Bremsen bei diesem Fahrrad auch. Das vordere ist, im Deutschen nennt man Stempelbremse, im Schweizerdeutsch ist es die Friktionsbremse. Die ist hier vorne mit dran. Und dann gibt es noch einen klassischen Freilaufnabe mit Rücktrittbremse, so wie man das eigentlich kennt von normalen Fahrrädern. Und die Besonderheit bei diesem Fahrrad ist die 3. Rücktrittbremse eigentlich. Das ist eigentlich eine Trommelbremse, die sogenannte Böni-Bremse. Die wurde bei diesem Fahrrad erst ab 1944 verbaut. Also die erste doofe Frage, die ich mir natürlich auch wirklich stellen muss, ist, warum hat die Schweizer Armee ein Fahrrad? Wenn die Schweizer Armee irgendwie auf dem Pferde sitzen würde und durch die Berge reiten würde, würde ich verstehen. Aber warum Schweizer Militärfahrrad? Der Fachmann antwortet. Also man muss in der Tat ein bisschen zurückgehen sogar. Also wir müssen in das Jahr 1891 zurückgehen. Dort wurde erstmalig Fahrräder in die Armee mit aufgenommen, in die Schweizer Armee mit aufgenommen. Und zur damaligen Zeit war es noch so, es wurden nur Männer gesucht, die in einem Velo-Club waren und ihre eigenen Fahrräder mit zur Armee gebracht haben. Dann gab es 1904 damals die Anweisung, man entwickelt ein eigenes Fahrrad. Das ist das Modell 05. Das ist das, was ich hier habe. Und erst 1911 gab es dazu dann eine eigene Kompanie, eine eigene Fahrradkompanie auch.
Und erst ab 1924 wurden die Fahrräder bewaffnet. Vorher waren es einfach ganz normale Kurierfahrzeuge auch. Und dieses Fahrrad, was ich hier habe, ist gebaut worden bis 1988. Also von 1905 bis 1988 ist das Fahrrad gebaut worden. Es gab nur eine Modifikation zwischendrin. Die fand 1944 statt. Da wurde die sogenannte Böni-Bremse kam mit hinzu. Das ist die Trommelbremse, die dritte Bremse. Und ansonsten ist das Fahrrad unverändert, so wie es hier ist, von 1905 ab immer so gebaut worden. Also so eine lange Zeitraum. Wenn ich mir die Technik angucke, ich sehe hier schon ganz begeistert. An den Narben, das müssen wir nochmal gleich im Detail filmen, gibt es diese Abschmiernippel. Ich als Camper-Fan, wo man früher bei den Camper-Narben auch einen Schmiernippel hat, das ist ja heute undenkbar, dass man Abschmiernippel hat. Dann gab es nochmal einen Schmiernippel oder gibt es einen Schmiernippel hier am Tretlager. Den kann ich natürlich auch aufmachen und auch schmieren. Und es gibt dann noch den dritten Schmiernippel hier hinten im Hinterrad, in der Hinterradnarbe. Das ist schon ziemlich cool. Und dann habe ich noch was bei der Felge entdeckt. Nochmal hier unten hin. Und zwar sind die Speichen nicht in der Mitte, sondern auch schön versetzt. Wenn man überlegt, das ist auch die Felge von 1945. Genau. Das ist schon ziemlich cool. Und wahrscheinlich haben sie schwarz gemacht, damit es getarnt ist. Und nicht Silber. Ja, sie waren grundsätzlich immer alle schwarz, die ganzen Felgen. Der einzigste Unterschied ist, von 1940 bis 1947, 48 wurden schwarze Narben verbaut, weil es damals im Krieg war und man hatte wenig Rohstoffe und man konnte die Narben nicht verchromen, weil der Rohstoff fehlte. Und deswegen sind die Narben alle schwarz lackiert. Logischerweise kein Narbendynamo. Dieser Seitendynamo ist, der kann auch nicht original sein. Das ist der Original-Seitendynamo. 6 Volt. Ja, ja. Der wird hier relativ einfach von hier vorne angeklickt und ich hebe das Fahrrad mal ein bisschen hoch, der macht auch schöne Geräusche. Das sind bestimmt auch schon 3 Lumen. 2,5. 2,5. 2,5 Lumen. Also da hake ich jetzt mal relativ schnell ein auch. In der Kolonne, wenn Sie gefahren sind, haben Sie das Licht natürlich hier vorne angehabt auch. In Friedenszeiten kam aber zusätzlich noch mit hinzu, der vordere und der hintere Mann hat eine Leuchtgamasche getragen und der vordere hat eine Taschenlampe hier vorne dran gemacht mit einem weißen Licht und der als letztes hinten gefahren ist, der hat eine Taschenlampe gehabt mit einem roten Licht, die hat er hinten auf dem Rücken gehabt. So, jetzt noch ein paar coole Sachen, die ich entdeckt habe, die ihr auch schon gesehen habt. Hier ist halt so eine richtige schöne Oldschool Luftpumpe am Rahmen dran und nicht zu vergessen diese Apidura Ledertasche, die wir jetzt mal aufmachen. Also ich zeige euch als allererstes mal die Luftpumpe. Die gab es damals von verschiedenen Herstellern. Das ist der Schweizer Hersteller Rex. Die haben die damals gemacht. Diese Luftpumpe ist auch im Originalzustand. Ich glaube hier dieses Schläuchlein wurde irgendwann mal geändert. Man kann das hier unten aufklappen, kann das hier oben aufmachen. Und dann kann ich das hier aufmachen und dann kann ich hier richtig pumpen auch. Quizfrage, Tobi. 33040, was ist denn das? Warum ist in der Ledertasche eine Prägung? Ja, das ist eine Inventarnummer gewesen. Ach so. Da haben die einfach nur gesagt, an dem und dem Fahrrad ist die und die Inventarnummer mit drauf. Okay. Man kann die natürlich aufmachen und ich habe hier innen drin auch noch das Originalwerkzeug, das zeige ich euch jetzt mal. Dieses Werkzeug, was in dieser Rahmentasche mit drin ist, das ist das Originalwerkzeug und das war werkseitig bei jedem Fahrrad mit dabei. Und mit diesem Werkzeug kann man das gesamte Fahrrad reparieren, auseinandernehmen und auch wieder zusammenschrauben. Und es gibt auch dazu einen sehr, sehr stabilen, mal nicht aus Plastik, sondern aus Metall, einen Reifenheber. Thema Werkzeug, was mir richtig gut gefällt, ist ja, dass du, wenn was kaputt war, also jetzt hier sieht man das ja auch, offensichtlich kann man diese Strebe rausschrauben. Die ist ja gar nicht geschweißt hier. Genau, also das ganze Fahrrad ist so aufgebaut, dass es komplett werkstattfreundlich ist, vor Ort repariert werden kann. Die Hinterbaustrebe, genau, die ist nur verschraubt. Die kann auseinandergeschraubt werden und die einzelnen Elemente können ausgetauscht werden und zusammengeschraubt werden. Das gleiche ist bei den Pedalen, die besteht auch aus mehreren Teilen, wo du die Pedalblöcke tauschen kannst, kannst du auseinanderschrauben. Es ist eigentlich alles ineinander kompatibel, so dass nicht immer das komplette Fahrrad entsorgt werden muss.
Also es gab nur eine Einheitsgröße und man hat den Unterschied damit hinbekommen für große und kleine Leute über die Höhenverstellung, über den Lenker. Und man konnte die Sattelstütze und den Sattel hinten so verstellen, dass selbst große Leute haben Platz drauf gehabt haben. Und der Lenker ist so geformt, dass du, wenn du große, lange Beine hattest, auch hier ohne an den Lenker zu stoßen mit dem Fahrrad hast fahren können. Ja, mich interessiert noch Reifen, Gepäckträger und Kennzeichen. Fangen wir kurz mit dem Reifen an. Also, da bist du dir auch nicht sicher, ob das noch ein Originalreifen ist. Also da gehe ich jetzt von aus, dass der irgendwann schon mal neu aufgezogen worden ist. Aber es ist die Originalreifenmarke, die damals dazugehörte. Die heißt? Das ist Maloja. Das war der Hersteller damals. Die Markenrechte liegen heute bei Fredestein. Aber die Marke Maloja ist erloschen und die produzieren keine Reifen mehr. Okay. Es gab auch immer nur dieses Einheitsprofil. Im Trockenen ist es super, wenn es feucht ist, muss man schon ein bisschen aufpassen. So, was hat es mit dem Gepäckträger auf sich? Wo packe ich eigentlich mein Maschinengewehr hin? Also das ist der Standardgepäckträger, der hier drauf ist. Es gab 3 oder 4 verschiedene Gepäckträgerarten. Die sahen alle ein bisschen unterschiedlich aus, teilweise mit Munitionskisten auf der Seite, Gepäckträger, um einen Anhänger hinten drauf zu machen. Und es gab auch Gepäckträger, um Raketenwerfer und Art Panzerfäuste und dein Maschinengewehr mitzunehmen. Das ist jetzt mehr die Zivilvariante als Gepäckträger, was ich hier drauf habe. So, hier wieder eine Nummer. Was hat es mit der Platte auf sich? Das ist die Inventarnummer. Vom ganzen Fahrrad? Vom ganzen Fahrrad, damit die auch wissen, so, wo ist was. Also Inventarnummer, Rahmennummer und Produktionsjahr ergab eine Sache. Last but not least gibt es hier hinten eine Art Nummernschild. Und ich hatte ganz eingangs gesagt, es sind 3,5 Dinge, die nicht ganz original sind. Bis 1961 waren diese hinteren Nummernschilder sechseckig. Und ab 61 wurden sie viereckig auch. Und normalerweise hat jedes Schweizer Fahrrad hat bis 2005, glaube ich, ein Nummernschild haben müssen. Das hier ist kein richtiges Nummernschild, sondern sagt nur, zu welcher Waffengattung es gehört hat. Und hier steht M für Militär mit drauf. 2001 und 2000 ist die Fahrradtruppe gewesen, die kämpfende Truppe. 2001 ist die Truppe gewesen, die für alle anderen Waffengattungen mit dazu gab. 3001 war die Truppe, die Leihfahrräder zur Verfügung gestellt hatte und Instruktionsfahrräder, wo die Militärs oder die Armeeangehörigen eingewiesen worden sind. Dann gab es hier oben noch ein MV für Militärverwaltung, ein PR für Privatregie, das waren dann Flughäfen und Munitionsläger. Und dann gab es noch ein ZD, das ist Zolldienst gewesen. Die hatten auch eigene Fahrräder. Es ist eine schöne Abwechslung zu dem ganzen modernen Krimskrams, den wir so filmen, auch mal wieder sowas hier zu haben. Ich glaube, bevor ich jetzt noch viele Fachfragen stelle und wir hier 3 Stunden sind, tauschen wir die Fahrräder. Ich fahre mit deinem Open, was ich ja schon immer mal haben wollte oder fahren wollte. Und Dan kriegt endlich mal ein vernünftiges Fahrrad. Er kriegt meins. Machen wir einen Deal draus, okay? Deal. So, los geht's. Also ich dachte ja eigentlich, mit der Figur brauche ich keinen Helm. Aber setz den Helm auf. Boah, ist das leicht! Komm, es sind nur 22,5 Kilo. Nicht so schnell, dann kann ich dich nicht finden! Grab my bag and take my phone. I shut the door and walk into the light.